ja gespannt, ob das funktioniert.
Hallo, hallo miteinander. So, da ist sie, die Gute. Jetzt zum ersten Mal, wir haben strahlend schönes Wetter, wie ihr seht. Sie ein klein wenig weiter bewegt. Funktioniert alles wunderbar. Ich bin überrascht, wie sehr gut ich sofort wieder mit dir klarkomme. Ich hatte ja die 1100er. 10 Jahre her, oder 11. Und ja, als wenn es gestern gewesen wäre. Klasse. Macht immer noch mächtig Spaß, macht wirklich Spaß. Wie gesagt, die 260, 265 Kilo bemerke ich nicht. Das lief ja damals unter Supersport. Merkt man daran, dass die Sitzposition, Kniewinkel, Fußrasten sehr tief ist. In Tat und Wahrheit ist es einfach ein schnelles Tourenbike. Für den Urlaub perfekt. Fünfter Gang rein, hat ja nur 5. Und den lässt man einfach immer drin. Ob innerorts oder außerorts, im Prinzip braucht man gar nicht zu schalten. Wenn man mal etwas flotter überholen will, 5, 4, 4, 5, fertig. Wirklich toll, macht Spaß, bin begeistert. Der aufgezogene Reifen ist ein Metzler Roadtec 01, kannte ich nicht. Wird vermutlich so alt sein wie der Lasertec. Hat allerdings ein gefälligeres Profil, würde ich jetzt mal meinen. Sieht nicht ganz so altbacken aus. Warte, ich bin jetzt durch den Schmutz gefahren. Ja gut, man sieht, sind die Anfänge. Ja. So viele Kurven hat es da jetzt auch nicht. Seht dann, sind alle schön langgezogen. Da muss man Schwarzwald oder in die Pässe. Dann klappt's. Oder Appenzellerland, Schwergalb zweimal rauf und runter, dann klappt's auch. Mache ich vielleicht wieder einmal, war ich schon lange nicht mehr. Gut. Die alten Modelle, die haben alle noch den guten alten Hauptständer. Erleichtert das Schmieren der Kette, wie ich gerade sehe. Ich habe einen guten Kumpel in Deutschland, der kümmert sich dann darum, wenn wir uns treffen. Gepäckträger lasse ich dran. Das war serienmäßig nicht drauf, kann man mal gebrauchen für die Gepäckrolle, stört mich nicht. Wäre da jetzt noch so ein Bügelgedönse gewesen, nach unten, hätte ich es demontiert, das stört mich überhaupt nicht, klappert nicht und ist noch perfekt, um den Stick da zu montieren und der liegt da schön auf. Ich sehe es dann, ob die Aufnahmen etwas geworden sind oder nicht. Gut, FJ 1200. Jahrgang 90, glaube 125 PS, die 90 Newtonmeter Drehmoment, irgendwo bei 6000 und was, dreht maximal 9,5. Noch einmal, für diejenigen, die es nicht wissen, der wurde in der Schweiz ausgeliefert, der war bei 7,5 Feierabend, gedrosselt durch Düsenbestückung, und verengte Ansaugschnorchel. So wurde der gedrosselt, hatte dann einfach keine Kraft mehr. Er dreht bis 9,5. Gut, aber ist eine alte Dame, braucht man nicht. Ich habe nicht groß auf den Drehzahlmesser geachtet, aber ich glaube maximal 7000. 7,5, mehr brauchst du eh nicht, aber hat die volle Power. Weil das volle Drehmoment ist ja bei 6, 5, 6, 7 da. Weshalb soll man höher drehen? Auf der Drehmomentwelle reiten. Ja, ich bin begeistert. Die Tuono habe ich noch. Die kommt auch wieder. Aber für die Strecken hier, für das ganz gemütliche Fahren in der Schweiz, da reicht die mehr als locker. Mir gefällt sie. Wie alt ist sie? Jahrgang 90, wir haben 2024, im 34. Jahr, also ein Oldtimer. Ich möchte dann sehen,
S1000R in 30 Jahren oder irgendeine Kawasaki H2, okay, die wird so wenig bewegt, die stellen viele hin, die sieht man noch in 30 Jahren vermutlich. Ihr wisst, was ich meine. Das, was heute gebaut wird, ist sehr filigran, Gewicht reduziert, die Materialien sind viel dünnwandiger. Das hält einfach nicht mehr so lange. Wenn da ein gewisser Abrieb ist, ist das irgendwie einfach verschlissen. Heute werden Motoren nicht mehr revidiert oder nur ausnahmsweise, wenn jemand dran hängt. Ich habe mit einem Mechaniker gesprochen, das war in den 70er, 80er, teilweise noch 90er Jahren normal. Winterarbeiten waren Motorrevisionen. Zylinderkopf raus, Kolben raus, schnell ausgehornt, wieder schön poliert, ein klein wenig übermaßige Kolben rein, Ventile wieder schön eingeschliffen, das lohnte sich. Bin gespannt, ob die Aufnahmen was werden. Bis dann. Übrigens, fast vergessen, wollte ich auch mal erwähnen, für die jungen Motorradbegeisterten, welche das ja nicht wissen können. Die Reifendimension hier, 150, 80, 16. 150er Reifen ist das. Das war damals breit. Die erste Suzuki GSXR, die 1100er, ist ja ein Mythos, Colt, da werden Geschichten erzählt. Die hatte einen 130er. Da war das ein fetter Schlappen. Und jetzt kommt das nächste. Wäre ich jetzt mit der Duono unterwegs, die hat einen 190er. Dann wäre das alles weg. Weil je schmäler der Reifen, umso weniger Schräglage bei gleicher Kurvengeschwindigkeit. Das heißt, wenn der auf Kante ist, dann fährt man Schräglage. Und ihr werdet sehen, der kommt auf Kante. Das auch noch, die Jungen können das nicht wissen. Das ist so. Okay.